Also, willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS 2. Eigentlich wollte ich gerade Pause machen, aber die Sache lässt mich gerade nicht in Ruhe. Ich muss da mein LKW jetzt wenden. Ich meine, da rauskommen wir so oder so. So, von daher. Vor allem die Sache ist halt auch, die Stelle ist halt super behindert, weil normalerweise, wenn du das als LKW, warum auch immer, darauf musst, da hättest du halt noch irgendwie entweder hast du eine Begleitperson direkt mit, oder aber du kannst mindestens Passanten fragen, ob sie dir helfen. Weil das Problem ist an der Stelle halt, du kommst halt echt super schlecht wieder auf die Straße rauf, weil du musst ja, wenn du hier runterfährst, musst ja hier raus und du siehst einfach, wenn du mit dem LKW fährst, siehst du nicht, ob von da hinten Autos kommen. Das heißt, wie gesagt, entweder eine zweite Person, die halt entweder hier auf der Straße steht und Handzeichen macht und Achtung, da kommt ein LKW, bleibt aber stehen. Oder zumindest dem LKW-Fahrer Handzeichen gibt, okay, die Straße ist jetzt gerade frei, jetzt kannst du gerade fahren. Aber so alleine, wenn du halt wirklich nur im LKW bist, denn du siehst halt hier hinten nichts. Vor allem, weil er auch unter der Reisebus steht. Also, das Wir ist müssen jetzt halt loslegen. super behinderte Stelle. So, also erstmal versuchen rauszukommen. Das geht nicht wieder zu schnell. Schon stehen wir halb auf der Straße. Geil. So. Haben wir schon mal das Rausfahren geschafft? Jetzt die Frage, wo wenden wir? Wenn die ganzen Schilder nicht wären, könnte ich einfach direkt hier wenden. Aber die ganzen Schilder ist hier zu eng. Andererseits, weißt du was? Vielleicht, wenn ich mich hier ein bisschen an den Reisebus ankusche. Neu berechnen. Ah, doch. Ich radiere zwar ordentlich, aber es klappt. Haha. So, dann muss ich nur gucken. Eigentlich müsste ich jetzt Doppelgänger machen. Ja, siehst du, und ich kann schon wieder nicht rückwärts fahren, weil der Weiße da wieder bis auf 3 Meter auffährt. Ja, siehst du, bam. Ist das zum Kotzen? Oder ich halt auf der Spur hier. Leck mich. So. Aua, aua. Die Steine sind heute aber schon hart. So, das müsste gut sein. Na, noch ein bisschen. Jetzt sollte ich in der Lage sein. Jawohl, ja. Kann ich mir noch ein bisschen höher? Na, hier kann ich hoch. Hui, man geht hier hoch. I'm a bird, motherfucker. Nein, das ist definitiv zu hoch.
Na doch, so kann man machen. Ich bin schon wieder gar nicht im Fotomodus. Ach, Alter, Leute. Habe ich schon gewundert, warum ich mich so frei bewegen kann. Ja, siehst du? Komm, weiter komme ich nämlich hier im Fotomodus gar nicht. Na gut, viel höher komme ich auch nicht. Das ist natürlich traurig. Ja doch, siehst du, wenn der LKW richtig rumgeparkt ist, sieht es gleich viel besser aus. Ob sich die ganze Aktion jetzt gelohnt hat, ich habe keine Ahnung, garantiert, also definitiv nicht. Aber war so dumm los. Was ist eine schöne Erfahrung. Wow, das ist ein schicker Bus. Digga, wie viele Autos kommen da? Ich wünschte, ich könnte einfach mal meinen Kopf nach vorne lehnen. Oh, er ist frei. Voila. Hass von der Aktion, Leute, ich sag's euch. Das wäre eine richtige Wendeschleife auf die Straßenbahn hier. Ja, aber man guckt hier. Die Straßenbahn kommt von hier, fährt dann nach rechts, fährt dann da hinten, da wo wir dann lang gefahren sind und kommt dann hier wieder zurück. Voila. Easy. Warum ist hier eine Ampel, aber keine Linie, wo du zu halten hast? Normalerweise hast du doch immer ein Schild bei Rot halte hier oder irgendwie sowas. Aber hier ist gar nichts. Naja, ob das so rechtlich korrekt ist, weiß ich ja nicht. Interessiert mich allerdings. Gut, okay, ich sehe mal wieder einen Scheiß. Gut, der fährt los, also fahr ich mal auch los. Wie gesagt, normalerweise hast du bei jeder Ampel immer auch eine Linie. Oder zumindest. Ach so, scheiße, wir hatten grün. Oder zumindest halt ein Schild mit, wie gesagt, bei Rot halte ich hier. Sonst kannst du ja nie wissen, ab welchem Punkt hast du jetzt eine rote Ampel überfahren. So. Kann immer ein Polizist kommen und sagen, ja, nee, aber du hättest eigentlich 10 cm weiter vorne halten müssen. Also bist du leider bei denen, und du hast eine rote Ampel überfahren. Junge, 5.000 Euro Strafe. Ja. Würde ich zumindest als Polizist machen. Oh. Hey, Bremse. Alter. Geht ja direkt ohne Wendeschlaufe. Wow, kannst ja ganz kleine Kreise fahren. Von da hinten bis hier vorne. Das ist ja... Wow. Cool, I guess.
Ausfahrt rechts. Kann man mal gerade jemand sagen, ich habe gerade was nicht verstanden. Man kann doch hier lang fahren. Man kann doch auf der Straße hier lang fahren. Achso, okay, ja gut, man kommt aber von hier nicht nach da. Ja, okay. Was habe ich gerade gewundert, warum extra hier ein X ist. Weil das X macht halt keinen Sinn, weil damit die, ne, du müsstest ja schon von der Richtung kommen. Aber selbst dann macht das X keinen Sinn, weil hier, da gibt es ja eine Straße. Also selbst wenn du von der Richtung kommst, illegalerweise, kannst du trotzdem hier langfahren. Ne? Also, wie gesagt, dass hier gesperrt ist, okay, damit man hier in die Richtung nicht weiterkommt. Genauso wie auch hier gesperrt ist, ne? Das macht Sinn. Aber dass hier unten der Kreisverkehr gesperrt ist, das macht ja schon fast gar keinen Sinn. Hier verstehe ich es genauso wenig. Achso, na gut, okay, doch, hier macht Sinn, damit du nicht versuchst, hier lang zu kommen, weil hier kommst du ja nur lang, um nach da zu kommen, und das macht aber keinen Sinn, weil da gesperrt ist. Ja, okay, also die Sprung hier macht Sinn. Ja, die da unten. Naja, ja. Ja gut, ja doch, je nach Auslegung, macht Sinn. Hab ich halt nur gerade gewundert. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts.
Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Gelber Zebrastreif? Lol. Skala! Ich spare nicht für, bitte hier Menschen überfahren. Das ist halt das, was ich nicht so ein bisschen, also was ich ein bisschen schade finde. So wie gerade eben der LKW, der da so stand. Und jetzt gibt es halt so viele Stellen, wo man sich als LKW-Fahrer einfach so hinstellen könnte. Um halt Pause zu machen. Aber du hast halt hier offiziell in-game keine Schlaf-Icons. Ergo, wenn du halt wirklich in-game müde bist und dann halt schlafen musst, kannst du dich dort halt nicht hinstellen, um dort zu schlafen. Schon ein bisschen schade. Ich persönlich wüsste nicht mal, dass angenommen ich würde so ein Spiel entwickeln, wüsste ich nicht mal, ob ich überhaupt so ein System machen würde, mit, dass man spezielle Schlafspots hat, wo du halt schlafen musst. Sondern ich würde sogar einfach so machen, dass ich halt einfach, weiß nicht, Bereiche markiere. Ja, weiß nicht, also dass man zum Beispiel sagt, okay, da wo Fahrbahn ist, da wo also auch NPCs und so fahren können, da kannst du halt nicht schlafen. Und überall anders, wenn du dort stehst und den Motor ausschaltest, bekommst du halt dann das Menü, dass du da schlafen kannst. Ich meine, klar, könnte man natürlich auch exploiten, ne, dass wenn du halt Mission machst, kannst du dich ja da irgendwo hinstellen einfach und schnell pennen. Aber ja. Oder wenn man es halt doch ein bisschen limitieren möchte, dass man es halt nicht überall schlafen kann, einfach so random, um es halt dem Spiel ein bisschen schwerer zu machen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, man darf hier gar nicht fahren, wo ich gerade fahre, oder? Kann man hier fahren? Nee, doch, kann man. Also dann halt, wie gesagt, zumindest Bereiche markiert, dass man halt zum Beispiel bei Rastplätzen nicht nur an ganz speziellen Stellen stehen muss, damit du pennen kannst, sondern wirklich einfach den gesamten Rastplatz großflächig markieren. Sodass du halt überall auf dem Rastplatz dich hinstellen kannst. Und dann halt, ja, ein bisschen mehr Spiel hast.
Und nicht, dass sobald du 1 Millimeter zu weit gefahren bist, du nicht mehr schlafen kannst. Oder wenn du auch große Auflieger hast, einfach aufgrund der Größe dieser Auflieger gar nicht in diesen Bereich reinpasst. Das ist halt, na. Nee, Ausfahrschild wieder, ne? Ist jetzt auch ein LKW. Ist also offensichtlich, dass man da parken kann. So. Aber kein Icon. Ich meine, bei ETS, da geht es immer noch so ein bisschen, weil du halt hier viele Rastplätze hast, wirklich direkt an der Straße liegen. Aber gerade bei ATS, also in Amerika, wo die Rastplätze halt immer ein bisschen weiter off sind, da ist es wirklich immer teilweise schwierig, dort einen Schlafplatz zu finden. Also einen, der auch als Schlafplatz noch markiert ist. Ja. Aua, ah, die Blätter haben mir direkt so abgerissen. Schade. Heute kommt das Navisagentur. Immer geradeaus.
links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Neue Route finden. Okay, lass uns eine Route neu berechnen. So. Kann ich mal sagen? Hey, nein. Das. Können wir gleich mal eine Runde pennen? Bläh. Gut, also nächste Folge wird dringend Folge. Nein, ich hab schon mal geschlafen. Ich wollte noch speichern, ich wollte noch beenden das Spiel. Ah. Da ficki, fick, fick. Da kommt noch schneller, ich will beenden. Jetzt so. Okay, okay. Dann soll es auch für die Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dann.